planmäßigen zweiten Tag gehen, dann auch noch am Montag. Ich möchte nicht wissen, wann der erste dann vom Meter nehmen. Vor allen Dingen im Nebel. Ich darf hier maximal mit 40 runterfahren. Ich traue mich hier keine 40 runterzufahren. Im Nebel. Wenn hier so ein Wagen fährt, wird er dann mit Eimern Steine auf den Schienen, dass die Wahlbahn fahren, die gefragt wird, so nach oben hoch zu arg zu weit. Wenn die mal hier neben knallen, dann wissen sie, was wir haben. Nicht einen Meter, nicht ein oder zwei Schottersteine, sondern 10, 20 Meter lang, hintereinander, einer nach dem anderen. Hand? Gar nicht. Hand? Fragst du nicht, nicht für die Aktion. Für die DBAG, nicht für die Aktion. Die Axo sollte man das Gleiche bekommen, das sollte ja auch gleich werden. Da hat die Axo einfach gleich also für die DBA gehen. Das ist ja ganz elegant. Wir bestimmen die Axo nur. Die Geschwindigkeit resultiert natürlich auch nur daraus, weil wir hier diese Bahnübergänge haben, nicht gesichert sein sollte. Also wenn du dann hier mit 80 Wetter bist, dann musst du aber alle Dinger bis beschrankt werden. Es kommen einige Überwege weg. Damit wir einen erwischen. Das war vorne. Dann fragt sich natürlich, wenn ich erwischt komme. Lernen, ne? Ja, jetzt kommt drin. Ja. Günther, bis unten am Bahnhofsgebäude, da haben wir einen Einschaltkasten für den BÜ dahinter. Ja. Halten wir jetzt, wenn wir jetzt mal aussteigen? Halten wir dann? Nein, wir steigen keine aus. So, wir kommen jetzt in Kürze nach Dremmen. Wie gesagt, die Fahrt geht nach ganz kurzer Zeit weiter, noch bis Oberbruch. In Oberbruch werden wir dann wieder die Fahrtrichtung ändern, zurückfahren und dann in Dremmen über eine halbe Stunde stehen bleiben, um dann was zu essen, zu trinken und über das Thema Eisenbahn unterhalten zu können. Oh ja! Also erstmal sitzen bleiben und weiter mitfahren. Da bin ich auch gespannt. Über das Thema Eisenbahn, mit Klasse. Thema Eisenbahn, bist du mit Klasse. Aber für die, die schon zur Toilette müssen, die lassen wir raus. Natürlich, also wenn man darf. Wer zur Toilette muss, soll bleiben. Nochmal zum Verständnis, man darf natürlich aussteigen. Das ist jetzt Dremmen hier gewesen. Ne? Dremmen schon bleiben. Niemand muss bis Oberbruch mitfahren. Ja, aber wir halten nur. Wie viele Kilometer steigen wir uns noch weg? Fahren dann gleich. Dankeschön. Ich hab das noch so schlank.
Was ist das denn immer für Hühner? Wie lange ist das her? Für Hühner. Nur rein und direkt wieder raus, dann bleibe ich immer eine Schranke. Das hat sich so richtig wie ein Zauber, wenn ich da weg bin. Abbau und was mit Beweis zu tun habe. Du kannst bis unten am Container fahren, aber weiter würde ich nicht sagen, weil da denkt er zu was. Wir sagen, der Container kommt da zurück. Alles verladen. Und mag dich ja nicht durchzufahren, dann kriegst du das. Mag dich nicht durchzufahren, dann bin ich gekommen. Dann dreht ihr das Kreuz. Ich will zumindest was Musik mitkriegen. Ja, das ist ja hier der Privatwald, das ist der Ding, damit die abgeschlossen wurde. Von dem Graben. Weißt du, wo der lange immer, der Jäger immer sagt, ah, war hier so eine Baron. Der Baron ist so, genau nicht so hoch. Nee, aber natürlich, das ist gegen. Das ist der Wald vom Baron, haben wir noch eine schöne. So, wir kommen jetzt gleich nach Oberbruch, das ist dann auch der derzeitige Endpunkt der Strecke. Da wir halten uns an den Bahnhof an. Wir fahren in den Bahnhof an. Also super.